Die Märkte zeigen Jerome Powell und Janet Yellen den Stinkefinger, könnte man sagen. Einerseits wegen der ausufernden Schuldenorgie von Janet Yellen, andererseits weil die Fed wahrscheinlich politisch motiviert die Zinsen am 18. September um 0,5% gesenkt hat. Erinnern wir uns, eigentlich hatten die Märkte mit einer 0,25er Senkung gerechnet. Dann an einem Wochenende vor dieser Entscheidung wurde Nicky Leaks nach vorne geschickt, also Nick Timiraos vom Wall Street Journal, der dann versuchen musste, hier die Märkte darauf vorzubereiten, dass es auch 0,5 sein kann. Wir wissen dann aus dem Fed-Protokoll, dass die allermeisten Mitglieder der Fed eigentlich 0,25 wollten, aber von Powell überredet werden mussten. Die haben sich dann gefügt und gesagt, gut, machen wir so. Aber die Märkte sagen nicht, machen wir so, sondern wir machen es anders. Wir sagen, stopp, so geht die ganze Geschichte nicht weiter. Also sehen wir die Kapitalmarktzinsen, ergo die Renditen steigen. Und das hat durchaus Spuren an den Aktienmärkten hinterlassen gestern. Diese Spuren wären deutlich besser erkennbar, wenn nicht eine einzige Aktie, nämlich Nvidia, so ein bisschen Lippenstift auf die Schweinslippen geschmiert hätte und die ganze Sache etwas schöner aussehen ließe, als sie faktisch war, nämlich dieser Anstieg von Nvidia über 4% hat die Märkte ein Stück weit gerettet, vor allem den S&P 500 gerettet, der deutlicher, viel, viel deutlicher im Minus gewesen wäre, als er es im Endeffekt war. Aber die Frage ist, killt das früher oder später eben dann doch die Aktienmärkte, wenn die Renditen weiter steigen? Das wollen wir uns mal anschauen, denn die Renditen steigen weiter, meine Damen und Herren, 4,22 aktuell. Damit geht es immer weiter nach oben und die Märkte sagen, naja, liebe Fed, ihr seid nicht data-dependent, also nicht datenabhängig, ihr habt die Zinsen gesenkt, obwohl es die Daten eher nicht hergeben. Das dürfte genau die Message des Bondmarktes sein. Wir haben ja die Preiskomponenten, ob bei der Inflation oder in den Einkaufsmanager-Indizes, deutlich wärmer gesehen als erwartet. Und wir sehen, dass eben jetzt diese Jumbo-Zinssenkung, wie hier ein Twitter-Account klar macht, doch ein ziemlicher Fehler gewesen ist, offenkundig. Die Märkte reagieren mit dem drittgrößten Renditeanstieg seit den 90er Jahren, wenn die Fed begonnen hat, die Zinsen zu senken. Wir waren nur 2,1 und 2,3 noch ein bisschen impulsiver unterwegs, aber was nicht ist, könnte ja noch kommen, theoretisch. Wir sind jetzt, als die Fed die Zinsen gesenkt hat, da waren wir bei der 10-jährigen Anleiherendite bei 3,7, sind also jetzt über der Marke von 4,2%. Und jetzt dann heute Nacht der Auftritt von Miss Daly, die woke San Francisco Fed-Chefin, die gesagt hat, also ich sehe keinen Grund, dass wir die Zinsen nicht mehr weiter senken sollten, weil ja die Inflation fällt. Die Märkte sagen ganz klar, doch, es gibt einen Grund, dass du die Zinsen nicht weiter senkst, und das sind wir, denn wir sind nicht bereit, dieses Spiel mitzuspielen. Aber sie ist so woke, dass sie das vielleicht noch nicht gemerkt hat. Ein anderer, Neil Kashkari, auch als Andrew Agassi für das Prekariat bezeichnet, der sagt, naja, also ich denke schon, dass die Geldpolitik restriktiv ist, immer noch, also die Wirtschaft ein bisschen ausbremst. Naja, okay, die Zinsen sind ja noch relativ hoch, aber was hilft das, wenn eben der Staat so komplett über seine Verhältnisse lebt, mit einem Budgetdefizit, das sich gewaschen hat. Also das ist das eigentliche Thema auch gewesen seit im Grunde seit 2022, als die Fed begonnen hat, die Zinsen anzuheben, dass die US-Regierung mit ihrer Schuldenorgie faktisch eben diese steigenden Zinsen konterkariert hat, Nachfrage erzeugt hat, Geld in die Märkte geschüttet hat. Da konnte die Fed die Zinsen anheben, wie sie wollte. Es hat nicht gelangt, um wirklich die Geldpolitik restriktiv zu machen. Und so hat Stan Druckenmiller, wie ich gestern schon gezeigt habe, sofort reagiert, als die Fed die Zinsen um 0,5% gesenkt hat und eine Short-Position in Anleihen aktiviert, und zwar sehr erheblich, 20% seines Fonds, seines Family Offices. Das ist eine ziemlich große Position. Und Goldman Sachs sagt, okay, jetzt müssen ja bald bekannt werden,
wie jetzt im vierten Quartal die Refinanzierungen des US-Finanzministeriums sind, also die Neuschuldenaufnahme. Man rechnet hier mit 490 Milliarden im ersten Quartal, dann 753 Milliarden, Tendenz immer weiter steigend. Es gibt kein Ende, es gibt kein Morgen und dazu eben die besser als befürchteten Konjunkturdaten, die zwar in den USA in Teilen fragwürdig sind, wie die Arbeitsmarktdaten, wie die Einzelhandelsumsätze mit Seasonal Adjustments, aber nehmen wir mal an, sie stimmen, dann sind die Daten eben besser als erwartet, weswegen nicht nur in den USA, sondern weltweit im Grunde oder in den westlichen Staaten die Renditen steigen, da tun sie auch in Deutschland. Gestern etwa die 10-jährige deutsche Bundesanleihe um 10 Basispunkte gestiegen, obwohl wir niedriger als erwartete Erzeugerpreise hatten. Also eigentlich nicht gerade eine Steilvorlage für steigende Renditen, aber sie sind trotzdem gestiegen. Und sie steigen, weil sie eben ein bisschen das nachvollziehen, auch in Europa, was die amerikanischen Renditen machen. Und die amerikanischen Renditen reagieren natürlich auf das politische Geschehen. Denn eins ist klar, ob Trump, ob Harris, es wird nicht besser mit den Schulden, sondern wahrscheinlich noch schlimmer. Jetzt hat der Trump mit seinen Tax Plans, mit seinen Steuerplänen, die dürften dafür sorgen, dass ungefähr 93,2 Millionen Amerikaner zumindest deutlich weniger Steuern zahlen würden. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht für diese Amerikaner. Alleine wird natürlich das Defizit weiter erhöhen. Trump selbst sagt, ja, das bezahlen wir doch durch die angehobenen Zölle, aber das wird niemals reichen, um das zu kompensieren. Also wird sozusagen das Defizit noch größer. Und wie groß sehen wir hier? Wir sind jetzt fast bei 36 Billionen, nur der Staat mit Haushalten und Firmen fast 100 Billionen. David Rosenberg sagt, interessanterweise sind die Renditen ab dann nach oben gegangen, als die Märkte immer mehr oder begannen mit einem Sieg von Donald Trump zu rechnen bei den US-Wahlen. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man hier sozusagen das schon mal ein bisschen eskomptiert. Und hier sehen wir es nochmal, auch eine Harris würde ja Geldgeschenke verteilen. Zentrale Annahme, sie würde praktisch nochmal 3,5 Billionen obendrauf packen an Schulden. Trump wohl 7,5 in der mittleren Schätzung, könnte aber auch mehr sein. Und darauf reagieren Gold und Silber. Die sagen sich, okay, jetzt machen wir dieses Spiel nicht mehr mit und wir sind harte Assets, wir sind etwas zum Anfassen und nicht so beliebig vermehrbar wie eben Papiergeld, das ja offenkundig jetzt wieder stark gedruckt wird. Und hier sehen wir mal, Gold hat jetzt das beste Jahr seit 2005, seit es das Gold-ETF GLD gibt, mit 31,4%. Nur 2010 waren wir mal eng dran, 29,3%. Also, das rockt. Man ist sozusagen irgendwie komplett in der eigenen Welt, abgekoppelt vom Dollar, abgekoppelt von den steigenden Kapitalmarktzinsen. Also schon sehr erstaunlich. Wer kauft hier ständig zu? Das ist die Frage. Und so oder so, wir sehen, dass diese steigenden Kapitalmarktzinsen eben in der Realität echte Auswirkungen haben. Viel echtere Auswirkungen als die Leitzinsen, die Fed setzt. Denn hier zum Beispiel Hausmarkt, wir sehen die 30-jährige Fixed Mortgage Rate, also der Zinssatz für 30-jährige Hypothekenkredite, jetzt angestiegen auf 6,82%, noch am 18.09., am Tag, als die Fed die Zinsen senkte, waren wir bei 6,11%, jetzt also deutlich teurer. Höchster Wert seit Juli. Also wir sehen, das hat dann direkt Auswirkungen, wenn eben die Kapitalmarktzinsen steigen, steigen eben auch diese Dinge. Und das bedeutet für die Amerikaner, dass es wieder mal teurer geworden ist, ein Haus zu kaufen, wieder mal die Leistbarkeit eines Immobilienkaufes immer schwieriger wird. Jetzt gibt es von Fannie Mae eine neue Kalkulation, die sagen, damit das Ganze wieder so ist wie zwischen 2016 und 2019, also vor Corona, die Leistbarkeit von Immobilien, müssten entweder die Medianen Preise um 38% fallen für die Immobilien oder die Leute müssen 60% mehr verdienen oder die Mortgage Rates, also die Hypothekenzinsen, müssten auf 2,35% fallen von derzeit 6,8%, wie wir gerade gesehen haben. Also das wird sehr, sehr schwer. Das heißt, die Leute können sich keine Häuser mehr kaufen und das ist auch die Schuld eben der Fed, die ja noch lange
Mortgage-backed Securities gekauft hat, also hypothekenbesicherte Anleihen gekauft hat, damit letztendlich die Preise weiter nach oben getrieben hat. Und nach oben geht auch der Dollar. Wir sehen Euro-Dollar fast jetzt unter der 1,8er Marke, Dollar-Yen über 150. Wir haben jetzt den Dollar-Index, der überkauft ist, keine Frage, aber er hatte gestern den 200-Tages-Durchschnitt überschritten. Die Finanzmärkte sind oder die Teilnehmer derselben sind jetzt viel optimistischer, was wir hier rechts sehen, was den Greenback, also den Dollar betrifft. Die Stimmung gegenüber dem Dollar hat sich deutlich aufgehellt. Kontraindikator, Fragezeichen. Jedenfalls sehen wir, dass eben dieses Muster S&P steigt, Dollar und Renditen fallen, komplett aufgehoben ist inzwischen. Die Renditen und der Dollar steigen seit Anfang Oktober sehr, sehr deutlich. Der S&P ist auch gestiegen seit Oktober, läuft jetzt so ein bisschen seitwärts in den letzten Tagen. Und gestern, wie gesagt, war es nur Nvidia, die über 4% gestiegen sind, die das Ganze hier schöner haben darstellen lassen. Der S&P wäre 1% gefallen statt 0,18% gestern. Wir sehen auch übrigens eine Divergenz zwischen Nvidia, die ein neues Allzeithoch gemacht hat, während die Halbleiter 12% unter ihrem Allzeithoch sind, also SMH, dieser Halbleiterindex. Das nur am Rande. Hier sehen wir mal, 83% der Aktien sind gestern gefallen. Das ist der größte Wert, die höchste Zahl seit dem 5. August. Das war der Tag, an dem diese scharfe Korrektur von Ende Juli, Anfang August endete, als eben Carry Trade explodierte, Rezessionssorgen der Fall waren. Und wir sehen etwa Russell 2000, der sehr, sehr deutliche Minus, nur der Nasdaq eben im Plus und der S&P etwas besser. In beiden ist ja, beim Nasdaq 100, in beiden ist ja der, sind die Nvidia-Aktien enthalten oder die Nvidia enthalten. Apropos Nvidia, 3,525 Billion Dollar Bewertung nach dem gestrigen Anstieg. Es fehlen jetzt noch lediglich 70 Milliarden Dollar, um Apple zu überholen. Die Blase geht also weiter. Die Blase ist nicht darin zu suchen, dass Nvidia nicht tolle Geschäfte macht. Die machen sie, weil die anderen eben wie wild Chips kaufen, aber sie kaufen Chips, haben 600 Milliarden Dollar ausgegeben und nur einen Bruchteil dessen wieder reingeholt. Irgendwann müssen sie reinholen, dazu werden sie wahrscheinlich nicht in der Lage sein. Und dann ist Ende Gelände wahrscheinlich auch mit dem Kauf von Nvidia-Chips. Ist der Markt teuer, nämlich der Aktienmarkt? Jupp, wir sehen einfach mal hier den Vergleich zum Beispiel in den letzten 10 Jahren. Ist der Index, nämlich der S&P, um 202% gestiegen, die Gewinne pro Aktie sind um 92% gestiegen und die Umsätze der S&P-Firmen sind um 68% gestiegen. Daran sehen wir ziemlich eindeutig, klarer kann man es nicht auf den Punkt bringen, dass eben die Märkte faktisch unfassbar teuer geworden sind. Ja, es gibt Wachstum, es gab Wachstum, das ist ja auch dann logisch und berechtigt, wenn dieses Wachstum eingepreist wird, aber wir sehen, da ist eben eine Einpreisung von über 200%, während eben die Gewinne um 92 und die Umsätze nur um 68% gestiegen sind. Und interessant ist auch das, was Tom McLellan hier zeigt, nämlich wir gucken uns mal an den S&P divided by Geldmenge M2, also S&P in Relation zur Geldmenge, und selbst da sind wir sehr sportlich, waren nur einmal bei einer Dotcom-Blase höher bewertet. Also ich finde, das sind sehr, sehr gute Bewertungskriterien. Und jetzt sehen wir solche Hedgefonds wie Carson Block, eigentlich ein Shortseller, die sagen, also schließt eure Augen und kauft alles, was große US-Aktien sind, und das von einem Shortseller. Das ist sehr, sehr interessant. Wells Fargo hat jetzt das Kursziel für den S&P 500 angehoben von in die Range 6200 bis 6400. Wir sehen, dass ja die Gewinnstrecke der US-Aktienmärkte in Relation zu anderen Märkten, also zu anderen Weltregionen, hier ACWI, also praktisch gegenüber dem MSCI ACWI, diesem Weltindex, deutlich sind. Wir haben nur 2 Jahre, 2022 und 2017, wo die US-Märkte nicht deutlich, deutlich besser performt hätten. Und so sehen wir, dass der S&P 500 in der Bewertung etwa so hoch ist jetzt, was die Geschichte betrifft, wie seit der Dotcom-Blase, nämlich Price to Book, also praktisch Marktkapitalisierung zu Buchwert. Und würde man die Magnificent Seven rausnehmen, wäre es weniger, aber immer noch ziemlich hoch. Also interessant,
Es ist super günstig, deswegen muss es weiter steigen, während die US-Wirtschaft möglicherweise doch nicht mehr so fröhlich ist. Wir haben gestern die Frühindikatoren gesehen, wieder schwächer als erwartet mit minus 0,5 statt minus 0,3 und nur die steigenden Aktienmärkte haben hier Schlimmeres verhindert. Denn Aktienkurse fließen hier mit ein. Wir haben jetzt also den niedrigsten Stand der Leading Economic Indicators, also der Frühindikatoren, seit 2016, weswegen die Aktienmärkte unbedingt weiter steigen müssen. So steigend wie hier in Europa die Absatzzahlen für Autos, vor allem weil die E-Autos so gut laufen. Kleiner Scherz am Rande. Hier sehen wir da mal die Verkaufszahlen. BMW plus 5,1%, immerhin Volkswagen plus 1% in Europa. Stellantis dagegen minus 26%, Mercedes minus 2,9%. Die Zulassungen sind in Großbritannien und Spanien leicht gestiegen. In Deutschland und Frankreich und Italien sind sie zurückgegangen. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Fed will Zinsen weiter senken. Die Märkte tun das Gegenteil. Hier nochmal genauere Informationen, wie die Dinge hier ablaufen, gerne weiterempfehlen. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, ist nochmal der Robert Gell. Der lebt in seiner eigenen Welt. Auch mit diesen Elektroautos hier nochmal bringt es, glaube ich, sehr, sehr gut auf den Punkt, was das Problem ist, das wir hier in Deutschland haben, nämlich eine Wirtschaftspolitik durch einen Wirtschaftsminister, der glaubt, was richtig ist, wisse er und nicht die Märkte, weswegen er den Märkten erzählen muss, was richtig ist. Und so sehen wir, dass in Deutschland eben das Wirtschaftswachstum so gering ist wie in keinem anderen entwickelten Land dieser Welt. Das könnte vielleicht mit diesem Herrn, der ja durchaus nicht unsympathisch ist, zu tun haben. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.